Willkommen zu einem neuen Review, und zwar diesmal zu Wit 2 x 2. Gekauft habe ich ihn auf kibecoin.de für ungefähr 10 Euro. Der Link ist auch nochmal in der Beschreibung. So, dann kommen wir jetzt zu dem Speed. Bis gleich. So, der Speed bei dem Würfel ist hammermäßig. Da gibt es eigentlich kaum einen besseren Würfel, weil er einfach nur, keine Ahnung, so ein ähnliches Gefühl hat wie beim Lego in der zweiten Version. Und ist auch ziemlich laut. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem Corner Cutting. So, das Corner Cutting bei dem Würfel ist sehr gut. 50 Grad schafft er. Locker eigentlich. Meistens. So. Und ja. Das Reverse Corner Cutting ist auch sehr gut, finde ich. Also geht. Immerhin. Bei der zweiten Version weiß ich das noch nicht, wie das so ist. Aber okay. So, dann der Lan-Lan. Der ist ganz schlecht im Gegensatz zum Bezug. Und vom Corner-Cutting her. Und ja, das ist wirklich krass. So, und dann sehen wir uns jetzt bei der Verarbeitung. Bis gleich. So, dann kommen wir zur Verarbeitung. Die Sticker sind sehr, sehr schlecht, wie ich finde. Sieht zwar noch ganz gut aus, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht so viel cube mit dem 2x2. Ja, weil ich ihn einfach nicht so mag. Aber hier sieht man das, und die gingen schon mal ab, und da, ja, finde ich das auch nicht so gut. Und ja, das Plastik ist aber dafür sehr gut, wie ich finde. Weich, aber auch nicht zu weich. Perfekt eigentlich zum Cuben. So, dann kommt jetzt noch das Ranking. Ja, das Ranking sieht folgendermaßen aus. Von 10 Punkten hat er 9,5 erreicht, weil er nicht die besten Sticker hat, aber dafür sehr, sehr schnell und gutes Corner Cutting hat. Und ich weiß eben noch nicht, wie der zweite wird. Von daher lasse ich mich überraschen, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!